Hallo und herzlich willkommen zurück zu House of Ashes, The Dark Pictures Anthology. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil das sich so anhörte, als ob das doch noch ein bisschen länger dauern würde, womit wir hier beschäftigt sind. Und wir hatten jetzt schon knapp eine halbe Stunde Aufnahme. Wir sollen den Generator hier irgendwie instand setzen. Ich sehe jetzt nichts von weit weg. Achso, Moment, ich kann ja erstmal das Licht anmachen, fällt mir gerade ein. Ich sehe jetzt so erstmal nichts, was jetzt großartig leuchtet. Ah, da ist was. Ich habe nichts gesagt. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Oha, okay. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Moment, links, rechts, jetzt ist es aber echt überall am Blinken. Moment, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Fragst du nur von welcher Seite aus? Eric, schau mal hier. Was macht denn Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Was zum Teufel war hier los? Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Okay. Na, na? Aber wer war dann ihr Gegner? Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Da hinten ist auch noch was. Aber irgendwas hat doch hier eine Mitte. Das war's, glaube ich. Darf ich da auch irgendwie hin? Ah. Geheimnis gefunden. Dynamit. Okay. Hat das jetzt nicht eben an der... schnell in Gang bringen. Ich sehe nichts. Hat das nicht an der Tür auch eben so ein bisschen gezuppelt? Moment, jetzt muss ich doch nochmal eben gucken. Ja, das meine ich. Das ist doch so rangegangen hier. Da unten geht es wieder weg. Ja, aber anscheinend... Entweder habe ich wirklich nicht die richtige Stelle getroffen oder da ist tatsächlich nichts. Da hinten ist noch was. Es sind noch mehrere Sachen. Dieser Katalog muss irgendwo sein. Hm. Keilschrifttafel, okay. Ich glaube, ich werde mich dann gleich mal ein bisschen über Keilschrift informieren, wenn ich rausgehe. Warum nur? Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Okay. Also das zuppelt hier auch so ein bisschen, aber irgendwie kommt da auf jeden Fall nichts. Bereust du es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Du weißt schon wieder, was ich denke. Tja, so sind Frauen halt, ne? Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? So, wie immer könnt ihr das Ganze durchlesen. Kann ich das umdrehen? Ja. Der Tempel. Er sollte die Götter beschwichtigen. Ich werde es allerdings nicht machen, weil sonst wahrscheinlich wieder das Problem mit der Zeit kommt. Hier da hinten ist was, aber hier vorne war doch gerade, meine ich, auch noch was am Blinken. Oder war das nur das... Hier ist sogar noch mehr Dynamit. Wofür brauchten die so viel? Ich erwarte ja immer, dass mir irgendwas entgegenspringt oder irgendeine Erinnerung kommt oder so, aber... Nicht. Okay. Da geht's nicht rum. So langsam verliere ich die Orientierung. Da hinten ist noch was. Sie nicht schneller laufen kann.
hat. Das ist, meine ich, aber auch neu, ne? Gehst du da jetzt mal hin? Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Weiß ich nicht. Kaelis-Daten helfen vielleicht. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle und... Wovor hatten sie Angst, dass sie zu solchen Maßnahmen griffen? Tja. Sieht natürlich mega interessant aus, vielleicht wie ich hier die ganze schlauer Zeit... gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Hier noch mehr. Kann man das spulen? Ich kann auch keine Tasten drücken und nichts, schade. Da, genau. Die Leute hatten Angst vor den Bergen. Das kann ich verstehen. Sie lehnten sogar zwei Dinar extra pro Kopf auf. Wir haben auch den zweiten Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Den zweiten Generator und Ersatzfunkgerät. Sollte man da jetzt nicht drüber reden? Das wäre doch jetzt was gewesen, was sie mir hätte mitteilen können. Toll. Bin ich gerade überlegen. Die haben sich ja abgelassen. Das heißt, hier oben waren die noch nicht. Der Thron sieht ja schon... Nein, schreib mal auf den Thron. Ja, der sieht ja schon geil aus, ne? Kommt der jetzt mit? War der das jetzt? Nee, der läuft da unten rum. Ja, toll. Ich denke, der soll mich beschützen. Echt jetzt? Okay. Da geht es um Echoortung. Haben die Fledermäuse erforscht? Blindjagd mit Echoortung. Ungeschickter Flieger. Wieso blind? Haben die den blind genannt? Okay. Ach, jetzt ist er neben mir. Habe ich mich jetzt erschrocken. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig gesehen irgendwie. Also irgendwas hat Feuer gefangen. Das habe ich jetzt mitbekommen. Und er stand, glaube ich, da dran. Aber... Ui, guten Tag. Aber hier kann man nichts mehr machen, ne? Hier ist auch nichts mehr am Blinken. Oh, da geht... Moment, da geht ein Loch runter. Dreh dich mal um. Okay, da kann ich aber nicht aus Versehen reintreten. Das ist schon mal gut. Bei meinem Glück. Moment, das hatte ich jetzt... Genau, das war die Zeichnung. Ich bin von da gekommen und hier war zu. Genau. Ja, war doch gar nicht so schlecht, dass ich die Folge ein bisschen gesplittet habe, weil das scheint wirklich länger zu gehen hier. Kann man hier oben noch durch? Dann ist die Tür zu. Och, dreh doch mal. Genau, aber da blinkt auch nichts. Okay. Hinten kann man auch nochmal stufen. Ach. Wo sind denn jetzt die Stufen hier? Kann man auch nochmal Stufen... Geh mir doch mal aus dem Weg, Junge. Runtergehen. Ich
versuche gerade mit irgendeiner Taste zu laufen, aber das funktioniert definitiv nicht. Oder kann ich den... Nee, auch nicht, wenn ich den reindrücke. So, das haben wir auf jeden Fall schon gehabt. Das ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Ja, mit schlechten Arbeitsbedingungen kann man sich natürlich auch schlechter verteidigen, ne? Das habe ich doch jetzt eben gelesen hier, oder? Ich guck nur mal kurz. Ich kann nicht gucken. Gucke ich mal eben hier. Ah, das habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt. Ja, mehr kann ich nicht damit machen. Ich nehme das, danke. Ja. Okay, da war doch da. Dann ist das doch was Neues gewesen, glaube ich. Ach, da hinten an dem Feuer, glaube ich, war der eben. Nee, das war... Genau, das haben wir doch gelesen. Wieso habe ich denn nicht hier? Vielleicht auch wegen der Kameraperspektive, dass ich nicht weitergegangen bin. Achso, das haben wir doch schon angeguckt hier. Oder? Ich kann es auch nicht annehmen oder so. Ja. Da bin ich mir aber sicher, dass wir da komplett schon... gewesen sind. Das heißt, ich bin doch jetzt von da hinten gekommen, oder? Wo die Beine waren? Hallo? Bewegt die sich mal? Ne, hier ist auch ein Thron. Moment. Ich bin hier... Nee, ich wollte dahin, wo die Beine waren, glaube ich. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Plan mehr gerade. Ich merke das schon. Wo ist er denn jetzt überhaupt wieder hingelaufen? Er muss mir doch eigentlich zeigen, wo ich hin muss. Aber er ist da zum Feuer hingegangen, glaube ich, ne? Warum ist er denn eigentlich hier? Also zu diesem Signalfeuer. Wahrscheinlich, weil er da oben hin will, denke ich mal. Nee, er geht ganz woanders hin. Junge! Kannst mich mal, dann gehe ich halt alleine hoch. Und bin wahrscheinlich genau auf der falschen Seite bei meinem Glück, aber ich laufe jetzt hier trotzdem eben hoch. Sieht aber auch irgendwie überall alles gleich aus hier. Wieso ist jetzt das Licht wieder aus? Ja, ich glaube, das war jetzt tatsächlich... Ja, das war tatsächlich, wo wir gerade herkommen. Das war ja klar. Die kleine Gameplayerin möchte bitte im Kinderparadies abgeholt werden, weil sie läuft immer wieder im Kreis und schaut sich die Sachen alle nochmal ganz genau an. Es sei denn natürlich, dass es jetzt ein komplett anderer... Oh, ich sehe nichts mehr. Ein komplett anderer Raum war. Das kann natürlich auch sein. Wenn man einmal irgendwo im Kreis rumläuft, ihr würdet das wahrscheinlich viel besser machen und jetzt direkt richtig rumlaufen. Es ist mir schon klar, aber ich bin heute irgendwie ein bisschen müde. Da hatte ich auch schon durchgeguckt. Genau, da hatte ich schon durchgeguckt. So, ich laufe jetzt geradeaus mit dem Feuer rechts. Nur um das jetzt nochmal klarzustellen. Und dann schaue ich mal, ob ich jetzt hier irgendwas anderes finde. Wenn der Raum natürlich jetzt genauso aussieht, dann kann es natürlich sein, dass es jetzt andere Sachen gewesen sind. Aber hier ist... Nee, nee, das ist... Hier war ich definitiv noch nicht, weil hier ist nicht der... der Thron. Ha! Das ist eine verdammt große Tür. Ja. Sollen wir das jetzt was sagen? Das war's jetzt? Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe doch jetzt schon alles angeklickt hier. Oh, ernsthaft?
Kann ich mit ihm irgendwie sprechen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das habe ich eben, das war der Bericht. Das war die Tür, wo ich geguckt hatte. Das ist das Dynamit. Dir kann ich auch nicht sprechen, so wie es aussieht. Geh mir doch mal aus dem Weg, wenn du schon nicht mit mir sprechen willst. Hau ab! Boah, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich kann ja auch keine knallen, ist doch scheiße. Aber dann muss er mich stalken, ne? Muss er mir hier auf Schritt und Tritt folgen. Was ist denn das für ein Assi? Also ehrlich. Ja, aber dahinter war ich doch eben schon. Das habe ich doch auch schon alles gehabt hier. Da stand das hier drin von dem zweiten Generator. Und hier kann ich auch nichts mehr machen. Kann ich auch keine Tasten drücken oder so. Ah, macht mich nicht kirre. Dahinter komme ich auch nicht. Umsingen kann ich mich auch nicht. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubig und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar 2 Dinar pro Kopf ab. Das habe ich auf jeden Fall eben gelesen, aber das bringt mir halt nichts. Ach so, Moment. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass sie den Generator und das andere, was die eben erwähnt hatten, jetzt gar nicht hier haben. Tja. Das Ding ist kaputt, das ist schon alles klar. Aber was soll ich jetzt machen? Kann ich vielleicht jetzt nochmal daran und da durchschießen oder so? Also wenn das Ding noch funktionieren sollte, was ich natürlich nicht weiß. Oder kann ich da dran vorbeigehen eventuell? Moment. Nee, kann ich auch nicht. Hier kann ich drüber gehen. Das war diese Tafel. Aber nichts. Ey. Das ist jetzt sicher wieder irgendetwas, was jetzt total einfach ist, wo ich jetzt überhaupt nicht drauf komme. Das Problem ist, ich will das jetzt auch nicht so in die Länge ziehen, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde nur rumlaufen und uns die Sachen angucken, die wir schon kennen. Und dann, ja. Dann halt nicht weiterkommen. Ich gehe jetzt nochmal eben in diese eine Kammer rein. Wo dieses Loch war. Wo ich ja eigentlich nichts mitmachen konnte. Aber wir versuchen jetzt trotzdem nochmal, ob wir vielleicht doch irgendwas damit machen können. Und dann bin ich ganz ehrlich, bin ich hier völlig überfragt, was ich machen soll. Wenn das nicht immer so lange dauern würde, bis sie mal die Treppen hochgegangen ist. Da war auch nichts, wo wir irgendwie hinter konnten oder so, ne? Das Einzige, was ich halt hier sehe, ist wirklich dieses Loch. Aber das Loch kann ich auch nicht untersuchen oder so. Das ist das Problem. Man sieht halt nur, ja, weiß ich nicht, das ist kaputt gegangen oder da hat sich was runtergegraben oder so. Man kann da nichts machen, nichts anfassen. Oh, der mich jetzt gerade erschreckt. Nichts anfassen, der war doch gerade nicht da. Mann, das ist halt nur der Bericht hier. Da kann ich auch nichts bewegen.
Hier war doch noch irgendwas am Blinken. Das war das. Das war das mit dem Feuer, ne? Aber... kann ich auch nicht mehr nochmal angucken. Das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht die Leute wechseln. Sonst hätte ich gesagt, ich würde jetzt mit ihm gehen. Und geh mal zu dem Feuer hin, weil irgendwas... soll der ja passieren oder halt eben nicht passieren. Hm. Bring den Generator zum Laufen. Finde Benzin, durchsuche die Ruinen. Ich behaupte mal, ich habe die Ruinen schon durchsucht, aber ich habe natürlich immer noch kein Benzin. Wenn ich Benzin hätte, würde ich den Generator vermutlich zum Laufen bringen, weil er meinte, dass ihm halt nur Benzin fehlt. So. Auf der Seite habe ich es, glaube ich, versucht, da durchzugehen. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal eben. Nicht, dass ich mich... ah, nee, doch, die Tür ist offen. Nicht, dass ich mich da jetzt vertue. Nee, also da komme ich definitiv nicht rüber. Das ist jetzt so das Letzte, was ich jetzt noch... ja, was ich mir noch denken könnte, was man mal versuchen könnte halt, ne? Ich denke mal, da komme ich auch nicht rüber. Ja, kann ich nur ansehen. Bringt aber nicht viel. Ich habe jetzt was gehört, aber... ist wahrscheinlich nur er. Hier komme ich definitiv aber auch nicht hoch. Hier ist... hallo, bleibst du mal stehen, bitte? Hier ist nirgendwo Benzin, so wie ich das sehe. Was eigentlich nicht sein kann, weil irgendwas, beziehungsweise irgendwo müssen wir das ja finden. Wo war der Generator? Da könnte ich jetzt noch ein letztes Mal, ich weiß, das habe ich jetzt schon so oft gesagt mit dem letzten Mal, nochmal gucken. Da leuchtet hier, Moment, wo sind wir denn jetzt? Hä? Nee, oder? Oh. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir auch mal Glück. Ha. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir es an. Leuchte mal den Tank an. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so?
Ein bisschen? Rebellisch. Ja, eigentlich hat sie ja einen Freund, ne? Das ist das, was mich so ein bisschen... Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Habe ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Ja. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rach. Na komm, spuck's aus. Du fehlst mir, Rach. Ob du's glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt? Überhaupt nicht mehr. Naja, so wie sie drauf ist, denke ich mal, besteht noch Hoffnung. Vielleicht gibt's doch noch Hoffnung für uns. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Den anderen Weg. Hier lang. Schnell! Ja.
Wie ich das hier hasse. Gehen wir. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu House of Ashes von The Dark Pictures Anthology. In der letzten Folge, genau da ist das Zelt, haben wir es endlich geschafft Moment, das ist aber nicht das Zelt, was ich haben wollte. Ich wollte da hinten, genau, in dem großen Zelt, da wollte ich nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Ich habe keine Ahnung, naja gut, es war sehr dunkel, muss man dazu sagen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich hier, weiß ich nicht, 10-mal um dieses dämliche Zelt rumgelaufen bin und einfach nicht gecheckt habe, dass ich da reingehen könnte. Ich habe nämlich hier noch was blitzen sehen, das schauen wir uns erstmal an. So, das Tagebuch von Randolph Hudson. 24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung, eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks. Eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Sargos-Gebirge verbringen werden. Ja, und in diesem staubigen... Langsam wird mir hier echt mulmig zumute. Gebäude, oder was er gerade meinte, sind wir nämlich jetzt gerade. Da hinten hat aber noch irgendwo... Da, genau. Okay. Was ist denen zugestoßen? 1946... So, das hatte ich jetzt gerade. Hier war ansonsten nichts mehr. Und ich muss irgendwo... Aber da hinten ist er, genau. So, in der Hoffnung, dass es jetzt diesmal nicht ganz so chaotisch hier zugeht, weil ich die Hälfte irgendwie nicht sehe oder so. Ich meine, hier waren wir ja schon mal, aber Eric, jetzt können wir schnell was dann machen. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Stift. Geht schon, das kriege ich hin. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Nein, du bist einfach nicht distanziert. Ich wäre... Ja, ich glaube auch nicht, dass ich distanziert wäre. Du warst immer ein Guter. Zu gut für mich. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Ich will dich zurück, Rach. Ja, ich glaube, dass sie gerade nicht an den anderen denkt, deswegen... Wir waren ein echt gutes Team. Sie sagte, wir waren. War klar. Was willst du von mir, Eric? Die Wahrheit wäre ganz nett. Wie bitte? Ich kenne dich besser, als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen, und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric, bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen, stimmt's?
Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Hallo? Scheiße. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören, over! Das ist Rachel! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Wiederholen, over! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over! Fuck! Kann ja auch nichts einfach sein. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Los. Ich will aber nicht, dass die aufgespießt wird. Zappeln! Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts! Zu dunkel! Komm schon! Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Okay. Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Will der mich jetzt verarschen? Das muss ich machen? Nee, ich kann auch einfach abwarten, oder? Dann sind wahrscheinlich beide jetzt in der Tiefe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier drin! Hilfe! Nein!
Du musst entweder wie ein Mann sterben mit der Frau, die du liebst, oder du musst gerettet werden. Keine Ahnung. Colonel, Moment! Ja, rette ihn, bitte. Sag mir, dass es die richtige Entscheidung war. Oh. Rachel! Ihr Arschlöcher. In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Ja? Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste.